scheiße aus wie Ronald McDonald. Ist das dein fucking Ernst? Kannst du nicht das alles in einem Video machen? Simon wird heute 24 Stunden machen, was ich will. Wenn ich sage, spring ins Wasser, wird er ins Wasser springen. Nur weiß er noch nichts davon. Simon, was drehen wir heute? Ich weiß es nicht. Denn als du gerade eben die Rechteabtretung unterschrieben hast, hast du diesen kleinen Satz übersehen. Oh nein, ich hab dir gar nicht durchgelesen. Dass ich heute 24 Stunden machen darf mit dir, was ich möchte. Wait, what? Und deshalb dachte ich, passend zu deiner Haarfarbe, färben wir heute deine Augenbrauen rot. Hä? Hallo? Nein! Ja. Nein, das kann ja jetzt nur schrecklich werden. Zoe wird gleich deine Augenbrauen färben. Das ist wirklich so eine Sache, die hatte ich wirklich nie vor. Das ist richtig bescheiden gerade, wirklich. Also das könnte brennen, weil das ist eine Blondierung, ne? Wie ist jetzt gerade? Jetzt sind die blau gerade wahrscheinlich dadurch, ne? Nee, noch nicht. Oh, nicht jetzt. Mann, Alter, was machen wir? Wir wischen mal ab und dann machen wir nochmal neue Blondierungen drauf. Wir blondieren wirklich zweimal. In der ganzen Zeit nehmen wir nicht aus. Doch. Die werden ausfallen. Nein. Boah, das ist einfach so ugly. Es ist einfach so unfassbar hässlich gerade. Wie fühlst du dich gerade? Ganz beängstigt. Boah, das fängt an zu brennen. Eieiei. Oh, Leute, Leute, das brennt halt echt. Das hier war bisher erst der Anfang, Freunde. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und abonniert schon mal diesen Kanal. Geil, erst der Anfang. Das ist ja nice. Also eigentlich wollte ich irgendwie auch nächsten Monat wieder ein Musikvideo drehen. Oh mein Gott, ist das schlimm. Bist du soweit? Let's go. Das ist so freudig. Oh mein Gott. Crazy. Leute, wie sieht's aus, hä? Also ich muss sagen, es steht dir sogar, Simon. Ja. Es sieht halt gar nicht so scheiße aus. Ey, jetzt hört mal auf. Seid ihr dumm? Es sieht komplett psycho aus. Seid ihr fucking dumm? Digga, es sieht aus wie Ronald McDonald. Junge, es ist so dermaßen ugly. Das sind einfach so zwei Balken jetzt. Simon, wie findest du deine Augenbrauen? Digga, ich find's so unfassbar scheiße. Ich muss sagen, ich finde die sogar echt schön. Und deshalb habe ich extra einen Herrn Hermenau eingeladen. Und der wird jetzt ein paar Fotos von ihm machen. Oh nein. Kilian. Ich sehe bei dir ein Talent. Also hast du schon mal überlegt zu modden und so? Wir richten kurz mal das Licht auf sie. Diese Bilder werden für später noch mega, mega wichtig. Ratet schon mal in den Kommentaren, wofür. Und bleibt dran, weil es wird mega krank. Okay, wir haben jetzt genug Bilder. Simon, wir werden natürlich heute nicht den ganzen Tag im Studio verbringen. Und deshalb habe ich was organisiert. Hoffentlich nichts Anstrengendes. Mach die Augen auf. Du wirst uns heute in einer Fahrradrikscha durch die Stadt fahren. Hä, hey, geil. Noch findest du es geil, aber ich glaube, es wird sau anstrengend. Einmal bitte eine Rechtskurve. Oh, fuck, es zieht ein Oberschenkel. Junge, ich hab komplett die Schlaglöcher auf dem Boden. Guck mal diese Straße an, Digga. Was ist mit Köln los? Schneller. Timing ist keine Stadt direkt in China. Das hier wird jetzt das kleine Warm-up für Simon, denn was gleich kommt, wird deutlich sportlicher. Jeder Influencer boxt heutzutage, aber Simon, du hast noch nicht geboxt und deshalb habe ich einen gesamten Boxclub extra für dich organisiert. Boxclub. Und neben dem Boxclub habe ich den besten Boxer, den ich finden konnte, eingeladen, um Simon so richtig fertig zu machen. So, Simon, dann such dir mal deine passenden Handschuhe aus. Oh, okay. Gibt's irgendwie irgendwas, kann man da irgendwas falsch machen? Oder kann man einfach den da nehmen? Bekomme ich auch irgendwie so ein cooles Tanktop oder so? Zieh dich gerne einfach aus. Also, du darfst nicht Nein sagen. Yeah! Ihr beide kämpft, bis einer aufgibt. Der Gewinner bekommt ein Pinselgang-T-Shirt jetzt auf pinselgang.com. Ich gebe auf! Ding, ding! 10 Jahre Boxerfahrung, Simon Wildug ist noch. Ich hoffe, du bist bereit für dein rotes Wunder. Hallo! Eine starke Rechte von Simon. Felix schlägt gerne Luft. Ein drastischer Hit am Nacken. Simon zu Boden. Felix auf ihn drauf. Oh, ein drastischer Hit am Ohr. Die Deckung fehlt, Simon. Mehr Deckung. Oh, das war ein drastischer Shot. Ja. Ein drastischer Schlag von Felix. Und damit ist der Gewinner Felix. Hey! So gern hätte ich ein Pinselgang-Stück-Merch gehabt. Ja. Von simonwill.de. Geht jetzt auf simonwill.de und kauft euch ein Pinsel-Shirt. Die hat Spaß gemacht. Das macht schon ein bisschen Bock. Leute, die nächste Station wird komplett gottlos. Die wird das Niveau dieses Videos auf ein ganz anderes Level bringen. So, Simon, da sind wir an der nächsten Station. Hoppa. Ey, ich hab echt irgendwie so ein bisschen langsam hier mein Element gefunden. Komm mal mit mir. Es ist Zeit, heute was zu verewigen. Tattoo. Hello. Ich habe eine Tätowiererin organisiert, die mir gleich helfen wird, dir einen Pinsel zu tätowieren. Digga, was? Du kannst doch nicht das alles in einem Video machen. Aber nicht sie wird dich tätowieren, sondern ich. Als Maul! Ein Tattoo bleibt für immer, das heißt, ich darf es nicht verkacken. Ja. Ah, irgendwas brennt da voll, weil da so ein Schnitt ist. So, die Vorlage kommt drauf. Und mal gucken. Wieder aus. Let's go, ab ans Stechen. Let's go. Ich habe jetzt ehrlich ein bisschen Schiss, dass ich es verkacke. Ich hatte noch nie eine Tätowiermaschine in der Hand. Ja, geil, wäre langweilig sonst. Entspann dich. Okay. Mir hat das der Profi gezeigt. Ich spanne das jetzt so. So, Digga, ich hab gar nichts gespürt. Du hast gar nichts gespürt. Das war wie so mit einem Zahnstocher die Haut berührt. Ich hab meinen allerersten Stich gemacht. Natürlich habe ich jetzt nur den ersten Strich gemacht. Den Rest macht der Profi. Wie gut hat Noel schon vorgelegt? Würdest du sagen, damit kannst du arbeiten? Ja, also er hat auf jeden Fall nichts kaputt gemacht. Das ist doch schon mal nice. Ich hab einen hervorragenden Job gemacht. Eieiei. Ja, das fühlt sich schon direkt schmerzhaft an. Und was sagst du, wie sieht's aus? Ich find's absolut geil. Oha, der ist ja voll fein und so. Ey, cool. Der ist geil gestochen. Danke.
Gerne. Simon, das Tattoo ist dann. Wie findest du es? Ja, das ist fantastisch gemacht. Großen Applaus an die Tätowiererin. Dann schwing dich wieder auf die Rikscha. Es geht weiter. Let's fucking go. Digga, du bist fast rechts gegen einen Unfall gebaut. Gegen einen Unfall gebaut? Wir wollen Blitzer. Wir wollen Blitzer. Wir wollen Blitzer. Digga, die Leute gucken so doof. Ja, komplett los. Simon hat mir irgendwie viel zu viel Spaß. Ich glaube, das sollten wir ändern. Und deshalb habe ich die größte Werbetafel in ganz Köln volle 2 Stunden nur für uns gemietet, um die Bilder, welche wir heute Morgen im Studio von seinen Augenbrauen gemacht haben, der ganzen Stadt zu zeigen. Digga, ist das dein fucking Ernst? Ich bin weder schlau oder stark, noch sehe ich gut aus. Aber ich liebe meine Augenbrauen. Ist das dumm? Das Werbeplakat war so arschteuer, Leute. Und für die Aktion und für das Tattoo, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Ey, wirklich. Da würde fast sogar ich mir überlegen, wirklich dich mal zu abonnieren. Was denken die Leute? Könntet ihr euch vorstellen, was Simi heißt? Nein. Kurzform von Simon. Hä, das ist richtig? Okay, Leute, die Werbetafel ist krass, aber was als nächstes passieren wird, ist mein absoluter Favorit. Was zur Hölle soll jetzt kommen? Simon, egal was gleich passieren wird, alles, was du sagen darfst, ist nein. Warum? Na, weil wir extra einen Heiratsantrag auf der meistbesuchtesten Straße Kölns vorbereitet haben. Und was gibt's Peinlicheres, als vor der Öffentlichkeit und einer wunderschönen Frau diesen abzulehnen? Was? So, Hölle geht denn jetzt? Simon, ja. Von dem Moment an, als wir uns das erste Mal gesehen haben, wusste ich, da ist etwas Besonderes zwischen uns. Jeder Tag mit dir ist ein neues Abenteuer. Digga, dieses Herz! Während des Antrags bildete sich eine Riesentraube an Menschen, die nur darauf hoffte, dass Simon ja sagen würde und bereits reichlich Bilder und Videos machte. Wenn Simon gleich nein sagt, wird das sein peinlichster Moment des Lebens werden. Was passiert hier? In deinen Armen habe ich ein Zuhause gefunden. In deinem Lächeln mein Glück. Und in deinen Augen sehe ich meine Zukunft. Und deshalb möchte ich dich heute fragen, willst du mich heiraten? Hä? Ich soll wohl nein sagen. Ich dachte, du liebst mich. Soll ich darauf auch nein sagen? Ja, nee, sorry, hast du wohl fehlinterpretiert. Weißt du, das ist voll unangenehm jetzt mit den ganzen Leuten. Simon, ich dachte, du liebst mich. Willst du gehen? Ist es dir unangenehm? Das ist so ein Psycho-Level, Bro. Was ist mit dir? Jetzt, ich muss hier weg, Digga. Ich bin gerade innerlich 12.000 Tode gestorben, Alter. Um diesen anstrengenden Tag jetzt noch gemütlich ausklingen zu lassen, sollte es in einen Comedy-Club gehen. Ha! Lol. Wirklich? Ja. Ja, cool. Der Plot-Twist, dass irgendwann in dieser Show Simon vom Moderator angekündigt wird und vor echtem Publikum, was Eintritt bezahlt hat, spontan lustig sein muss. Nur erfährt Simon davon erst, sobald der Moderator ihn ankündigt. Oh Mann, was für ein Wichser. Ein Riesenapplaus für Simon Will! What the hell? Hallo, liebe Freunde, geht's euch gut? Weil ich, wie gesagt, nichts vorbereitet habe, würde ich euch einfach den heutigen Tag einmal erzählen. Das Publikum war skeptisch gegenüber Simon, aber überraschenderweise fanden sie es lustig. Die erste Frage, die Noel gestellt hat, war, hast du Bock, deine Augenbrauen rot zu färben? Nice, definitiv. Aber wie ich halt bin, musste ich Simon noch kurz hops nehmen. Als nächstes kommt der Boxkampf, oder? Wann kommt die Comedy, ist die Frage. Die Comedy? Ja, das ist ein guter Abschluss. Ach so. Der war gut. Einmal lachen, bitte. Und jetzt stehe ich hier auf der Bühne und es ist sehr unangenehm. Und jetzt... Hey! Ich glaube, ich konnte dir, Simon, den schlimmsten Tag deines Lebens machen. Also das Comedy-Ding gerade war schon mies unangenehm. Bei 10.000 Likes darf Simon das Ganze mal auf seinem Kanal mit mir machen. Also checkt auch mal Simons Kanal ab, abonniert. Ciao, ciao, ciao. Tschüssi.